Also ich habe mich entschlossen, dass wir einen Flüchtling aufnehmen. Was? Willkommen bei den Hartmanns. Hallo. Einer fast normalen Familie. Wir haben doch überhaupt keine Ahnung, wer diese Menschen sind. In einem fast normalen Land. Was machst du hier? Ich helfe aus. Ich bin Arzt. Und du? Ich nicht. Wie läuft das Ganze denn dann ab? Können wir uns einfach einen aussuchen, oder? Das ist hier nicht das Tierheim, Herr Hartmann. Ich bin so stolz auf euch, dass ihr Flüchtlinge aufnimmt. Einen Flüchtling. Das ist doch vielleicht erst der Anfang. Die war auf Pilzen. Sie engagiert sich so sehr für die Flüchtlinge. Die Armen. Willkommen bei den Hartmanns. Und wer ist dieser Afrikaner? Das ist unser Flüchtling. Party! Warum sind Sie denn gerade nach Deutschland gekommen? Ich liebe Manuel Neuer. Sie sind wegen Manuel Neuer nach Deutschland gekommen? Nur Spaß. Nicht nur Manuel Neuer. Ich liebe das ganze Land. Ich dankbar. Die ganze Welt, Sascha. Mhm. Außer Kontrolle. Ganz genau. Deswegen gucke ich keine Nachrichten mehr. Wir müssen das Leben genießen. Chillaxen, Mann. Bei uns in Deutschland ist doch jeder verwirrt irgendwie. Lasst mich los! Ich mach euch fertig! Sie leiden an einem akuten Burnout-Syndrom. Wow, die sind alle so heiß auf dich. Lasst mich einfach in Ruhe! Ein bisschen verrückt. Willkommen in Deutschland, Diallo. Ich hatte einen Albtraum. Ich habe geträumt, dass Deutschland vom Islamischen Staat besetzt war. Ich hatte diesen Albtraum auch. War meine Liebe. Wir Deutschen sind immer noch so scheißverkrampft über unsere eigene Identität. Dabei sind wir ein freies, tolerantes Land. Ein geiles Land. Aber dazu müssen wir stehen und diese Werte verteidigen. Richard, ich bin auch gegen die Burka. Danke für die Tee. Den Tee. Sie haben die Polizei gerufen? Ich habe da noch ein paar Fragen. Wir müssen uns natürlich ein bisschen absichern. Sie wissen ja, es gibt auch immer ein paar Schafe unter den Schwarzen. Schwarze unter den Schafen. Also, schwarze Schafe unter den... Ja.